Moin moin meine lieben Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Let's play Cattle and Crops Zeit. Ja, ihr seht es, wir sind immer noch im Grubbern. Wir haben aber das Ende hier drüben mittlerweile in Entfernung, können wir schon abschätzen, dass es noch ein bisschen dauert. Leider. Ist dann aber das letzte Feld, was gegrubbert werden muss. Danach wollen wir eigentlich den Grubber schnell zum Hof bringen. Und dann würde ich es gerne nochmal testen, ob nicht, warum das mit der Sämaschine nicht funktioniert. Also das Feld, was jetzt angefangen haben, das werden wir dann selber zu Ende sehen. Dann werden wir es aber noch mit dem anderen testen. Ich würde schon, ne, dass die Sämaschine auch alleine arbeitet. Vor allen Dingen für dieses Feld wäre das ganz wichtig. Und dann können wir uns wieder ein bisschen um die Tiere kümmern. Mal schauen, ob wir da ein paar haben, die schon verkauft werden können. Ob es ein paar günstige neue Tiere gibt, die wir wieder anfüttern können. Weil wir, so müssen wir uns ja echt mal ein bisschen Geld verdienen jetzt über den Winter. Weil sonst müssen ja die Mähdrescher auch mieten. Wir müssen da das alles bezahlen. Wir haben einen Arbeiter, der bezahlt werden will. Ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, dass wir den Alfredo rausschmeißen, auch wenn es ein 3-Sterne-Arbeiter ist. Ich glaube, die Apollonia oder Freya, die 1-Stern-Mitarbeiter, die kriegen die Tiere auch irgendwie gefüttert. Dass sie nicht verhungern. Glaube ich. Ob es klappt? Ja. Dann sehen wir im Laufe der nächsten Wochen, ich weiß es nicht. Denn heute unser Plan, straight grubbern. Nichts anderes wird heute wahrscheinlich gemacht werden. Es sei denn, ihr kennt es ja, ich lasse mich wieder ablenken. Würde mich jetzt auch nicht wundern, dass nach 2-3 Bahnen soweit ist und ich sage, ach, das wollte ich noch und das wollte ich noch. Aber schade ist natürlich, dass es bisher noch keinen Schwatt gibt, keine Presse oder sowas. Das kann der Drescher noch nicht. Es gibt ja auch noch keine Ballenpresse, die Stroh verarbeiten könnte. Dass wir Strohballen machen und die Tiere. Das soll aber alles, ne? Update 0.3.00. Das Grünland-Add-on. Dann wird es auch irgendwann Grasfelder geben, die beackert werden können. Wo, ne? Mit Mähwerk natürlich gemäht werden sollte. Schwatt machen, Wenden und so weiter und Ballen pressen. Und dann hoffe ich natürlich auch gleich, wenn das mit reinkommt, dass auch Ballenpressen mit Strohschwatt möglich ist. Ja, dann nähern die sich ja Stück für Stück, ne? Ich wollte auch eigentlich echt nochmal gucken, habe ich jetzt leider wieder vor der jetzigen Folge vergessen. Es gibt ja schon eine Handvoll Mods. Vielleicht gibt es ja da demnächst auch mal irgendwas, was wir hier schon mit reinnehmen, um alleine mal zu zeigen, jo, es gibt auch Modifikationen für Cattle and Crops, die ersten. Die ersten fleißigen Modder haben sich rangesetzt und schon das ein oder andere schöne Gerät entwickelt. Zum Beispiel der MB-Truck als Zwillingsbereifungstraktor für so eine Feldbeackerung wie hier, gar nicht mal so verkehrt wahrscheinlich. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Haftung, sickt nicht so leicht ein im Boden. Ich weiß nicht, ob er denn auch oder ob er genauso einsickert wie der hier oder wie der andere ohne Zwillingsbereifung. Guck, jetzt hängt er hier gerade wieder völlig. Jetzt müssen wir, fahren wir uns gerade fest. Da müssen wir manchmal den Grubber so ein bisschen einmal raus und wieder rein und schon kommen wir weiter. Das kennen wir schon. Trotzdem war es die richtige Entscheidung, den nochmal zu mieten, auch wenn wir dafür ein paar Tausender wieder bezahlen. Vielleicht hätten wir uns sogar für ein Tausender mehr den großen Klaas holen sollen, weil er noch mehr Durchschlagskraft hat, glaube ich, und wir hier übers Feld rasen könnten. Ohne festzufahren und so. Aber auch mit dem machen wir ein paar Meters. Mittlerweile, ja, ist zum Greifen nahe, ne? Das ist übertrieben. Wenn wir jetzt noch 5 Reihen gemacht haben, also wie viel sind es überhaupt noch? 10 Reihen sind es mindestens noch. Es wird auch für heute knapp, auch wenn wir die ganze Zeit fleißig hier ackern. Leider. Ich habe schon immer relativ wenig Überlappung hier, einigermaßen passend.
damit wir eben unsere 5 Meter Arbeitsbreite hier auch wirklich ausnutzen. Und da freue ich mich natürlich auch schon, wenn man sowas tatsächlich selber macht. So wie jetzt. Ist natürlich schon ein bisschen Durchhaltevermögen gefragt, eindeutig. Ganz klar. Ich weiß, wir könnten das jetzt eigentlich auch durch einen MB-Traghelfer, glaube ich, machen lassen. Im Zweifel grubbert er nochmal ein ganzes Stück doppelt und dann fängt er irgendwann an, sich das richtige Stück zu suchen. Und wir könnten dann die Sämaschine weiter bearbeiten. Ist eine Idee, oder? Guck, schon lasse ich mich wieder ablenken und überlege mir andere Sachen, die wir optimieren können. Ich wollte die Sämaschine ja so gerne auch mit dem Deutz hier befahren, damit wir da ein bisschen mehr Power haben und nicht mit dem kleinen Klaas, den wir eigentlich für die Tierfütterung brauchen. Deswegen, spätestens in der Nacht müssen wir durch sein, damit der Klaas am nächsten Morgen wieder für die Rinderfütterung zur Verfügung steht. Wäre sonst blöd, wenn nicht. Es wäre ja auch die Frage, wie gut erkennt der MB-Traghelfer, wie weit wir hier auf dem Feld schon sind. Erkennt das überhaupt? Oder ist er noch gar nicht fertig? Okay, er ist noch gar nicht fertig. Dann machen wir weiter. Wenn wir mal nach links runter gucken, das haben wir alle schon seit dem neuesten Update selbst gegrubbert. Rechts hatten wir schon ein Stück weit. Da haben wir nur ein paar Bahnen, glaube ich, gemacht, ne? Dann sind wir auf die andere Seite gewechselt. Schade, dass wir so wenig Geld haben und wir können uns keine neuen weiteren Felder kaufen. Schön wär's. Expandieren für noch mehr Drescher-Spaß. Aber ich glaube, dieses eine Feld hier wird natürlich echt schon heftig werden nachher mit einem Drescher. Wie viel Getreide wir da ernten. Da müssen wir gucken, ob wir mit zwei Abfahrern arbeiten. Weil wenn einer nachher verkauft, man kann am Hafen verkaufen, das habe ich schon irgendwo gelesen. Sein Getreide. Nur hoffen wir natürlich auch, dass wir ein paar Anhängerladungen voll kriegen hier. Und ich habe keine Ahnung, wie hoch der Hektarertrag ist. Ich weiß, da sind einige voraus, die es schon andersweitig gesehen haben oder selbst vielleicht auch schon gespielt haben, weil sie die Mission gemacht haben oder so. Aber ich fand es jetzt irgendwie blöd, alles komplett neu. Ich denke, wir starten jetzt, ne, machen einfach mit unserem Spielstand, den wir jetzt hier so angefangen haben, weiter. Immer so Stück für Stück. Und hoffen eben, dass wir nicht irgendwann genötigt sind, komplett neu starten zu müssen, weil irgendwie macht es doch auch so Spaß. Aber ja, auch die Vorzüge eines Neustarts hatte ich ja vor 3 Folgen oder so erwähnt. Wir hätten einen Hof komplett ohne alles mit 1 Million Startkapital. Da wäre für mich schon mal klar, man würde sich wahrscheinlich ein Glas kaufen für die Tiere, den kleinen. Vielleicht hier von 2, würde dann bestimmt 4, 5 große Felder kaufen. Die Arbeitsgeräte dafür. Und ja, ich glaube, Drescher würde man am Anfang vielleicht sich sparen und auch da auf einen Mietdrescher zurückzugreifen, also Lohnunternehmen in Anführungsstrichen, dass einen die Felder drischt. Aber man könnte dann noch für locker 300.000, circa 300.000 oder so, Felder kaufen. Ist jetzt auch nicht so übermäßig, aber für einen Start auch nicht schlecht. Man hätte 2 große Traktoren.
Ja, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Weil wenn wir unser Rind mal ordentlich gefüttert haben, dann haben wir da auch ein bisschen Geld. Nach wie vor dürften wir ja, oder ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen gespannt seid, wie nachher der Ertrag unserer Ernte sein wird. Kriegen wir nur eine Anhängerladung voll? Das ist nur eine halbe Anhängerladung? Sind es 4 Anhängerladungen voll? Und wie viel ist eine Anhängerladung wert? 20.000, 10.000, 25.000? Keine Ahnung. Wenn es ihr wisst, wenn, genau, ne, wenn es, Gottes Willen, wenn ihr schon Ahnung habt, wie das so ungefähr ist, haut's gerne in die Kommentare rein. Das ist zwar nicht mehr ganz so spannend, aber doch, es ist immer noch genauso spannend, als ob es nachher zu sehen, dass es passt. Auch wenn das in Anführungsstrichen ein bisschen Spoilern ist. Hat man zumindest schon mal so eine grobe Richtung, in die es, in die es ungefähr gehen wird. Es war schon schön, was hier geschafft, aber wir haben es noch immer nicht fertig. Und wir werden es heute auch nicht ganz hinbekommen. Seht, wie viel Platz hier noch ist. Auch wenn wir hier mit ordentlich km/h übers Feld eiern. Schaffen wir das natürlich so noch nicht fertig. Kurze Fehlermeldung vom Grupper. Ich glaube, es gibt Nachrichten oder was ist das hier? Da brauchen wir ein bisschen Haltevermögen. Aber es wird nachher nicht besser, wenn wir anfangen hier anzupflanzen und das tatsächlich nicht mit dem Helfer funktioniert. Was wir jetzt ja noch nicht wissen, warum der Klaas dann nur einmal quer übers Feld gefahren ist und dann aufgehört hat, etwas anzupflanzen. Vielleicht, weil wir eben gesagt haben, dass er auch Getreide kaufen soll, ich weiß es nicht. 17:37 und hier eiern wir jetzt gerade ein bisschen rum. Holprig, da haben wir auch eine Menge Maisstoppeln übergelassen, sieht man gerade. Für meine Meinung ein bisschen zu viel. Überall auf die ganze Länge stehen da noch vereinzelte Stoppel. Was haben wir? Haben wir nicht noch mehr Licht eigentlich? Guck mal hier, das ist mal Licht. So geht Licht. Oh, und so geht nicht krubbern. So, wenn wir noch 10 reingeschafft haben, dann freue ich mich. Und dann haben wir es. Mit unserem größten Feld und sowieso einem der größten Felder hier in Cattle and Crops auf dieser Map. Viele kleine Felder. Gut, wenn man das nachher alles mit Helfern macht und genug Fahrzeuge im Fuhrpark hat, geht es auch mit vielen kleinen Feldern. Weil die Helfer das ja ziemlich gut alleine können. So, ich glaube, die Bahn machen wir noch. Dann gucken wir mal wieder, was der Gruber macht. Ob er fertig ist auf der 28. Und wenn ja, ob wir den dann nochmal schicken hier auf die 3. Dann werden wir zur Sämaschine gehen. Oben das 40er-Feld, also in den 40ern, ich weiß nicht genau, 48 oder was das war, 46, wie auch immer. Dass wir da dann nochmal Ende anpflanzen. Und auch schauen, dass wir die Sämaschine leer kriegen, ne? Oder wir müssen dann noch ein kleines Feld am Hof beackern. Am besten direkt neben
dem Gerstefeld, was wir schon angepflanzt haben. Das wäre ja praktisch. So, wollen wir es nochmal testen? Ich denke, der wird soweit sein, oder? Ach ne, der macht gerade das Vorgewende. Der braucht aber auch ein bisschen, ne? War schon mal schneller unterwegs. Trotzdem hat er, so wie es aussieht, sauber gearbeitet. Weil wir da auch echt gespannt sind, ob er direkt hier weitermacht oder ob er von vorne anfängt. Oder aber einfach sinnlos erstmal ums Feld fährt, was ja auch die Helfer teilweise gemacht haben vor den letzten Updates. Einfach erstmal sinnlos ums Feld rumfahren. Und ich weiß, wir hätten es wesentlich leichter gehabt, glaube ich, wenn wir jetzt einfach einen neuen Spielstand gestartet hätten. Das ist jetzt die 5. Folge, wenn ich richtig bin, in der Aufnahmenplanung circa. Vielleicht sogar schon die 6. oder 7. Folge, wo wir dabei sind, unsere Felder vorzubereiten. Das ist, glaube ich, sogar schon die 6. oder 7. Folge. Wobei natürlich auch ein, zwei Mistfolgen dabei waren, kann man ganz klar so sagen, wo ich nicht genau wusste, wie es funktioniert und das auch nicht so sofort erkennbar war, dass die Sämaschine, die wir hatten, die wir gekauft haben, also in unserem Bestand war, dass die nicht richtig funktionierte. Ja, ihr habt es jetzt ja gesehen, ne? Also es ist ja alles auf Video, kann man nachvollziehen, dass ich dann nicht komplett alleine dran schuld sein kann, glaube ich. Sag niemals nie, aber ich denke, da war auch irgendwas komisch mit der Bestandssämaschine, da es mit der neuen Sämaschine ja alles ging. Vielleicht war auch irgendeine Einstellung vermurkst, keine Ahnung. Ich selbst werde es wohl auch nicht mehr rausfinden. Ich glaube, es rausgefunden zu haben und damit lebe ich jetzt einfach. Soll man so. Der Streifen, der jetzt hier noch über ist, ist tatsächlich nicht mehr besonders groß. Mittlerweile können wir schon mal hier rüber fahren und auf der anderen Seite fahren. Aber liebe Leute, was ist das denn hier? Da sage ich euch, da machen wir morgen weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ne? Ihr wisst, vielen, vielen Dank für ein Like und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich euch morgen wieder begrüßen darf. Bis dann und tschüss.